Moin, hier ist euer Bell auf 23, wieder mal bei Sternchen zu Besuch auf der Karte Mausi. Ein zweites Let's Show gibt es heute, das Privatgymnasium von Professor Grove. Herr Grove hat in der Nähe der Kita Musikzwerge, zu dem es ja nun eben ein Let's Show gab, eine sehr naturverbundenes kleines Privatgymnasium mit nur 5 Klassenräumen und einer Mensa erbauen lassen in einem, wie ich finde, sehr wunderschönen Style. Das möchte ich euch heute zeigen und bevor es hier losgeht, die Karte Mausi, die Kreativkarte vom Sternchen, da bauen mit Nepal Player, Sandy, Jojo, Kreativ mit Klaus, Diabolo GT und noch viele mehr. Grüße gehen raus an alle meine YouTube-Freunde. Bitte abonniert da ihre Kanäle. Das ist auf jeden Fall Kreativ mit Klaus, Nepal Player auf Twitch. Das ist der Kaiser Wertlos auf YouTube, der Patman auf YouTube, Akovic auf YouTube. Leute, das sind alles tolle Leute. Lasst denen mal ein Abo da. Jetzt soll es aber um das Gymnasium gehen. Architektonisch ein sehr schönes Gebäude und auch inhaltlich finde ich sehr toll. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Lasst mir doch mal einen Kommentar da, ob ihr es gut findet. Noch eine Information: diesen Samstag und Sonntag wieder von 8 bis 10 Streams. Wir können uns unterhalten. Es ist so, wie es früher mal war, kurz vor Dezember, als ich das regelmäßig gemacht habe und wir viel miteinander geredet haben. Das war jetzt die ganze Zeit nicht machbar. Jetzt starte ich wieder durch, 8 bis 10. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Genauso wie im November. Da war es echt super fantastisch und ihr habt mir echt viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe euch auch Spaß gebracht. So, los geht's. Das Privatgymnasium Professor Grove. Hier wohnt Jojo. Da hinten wohnt Roter Wagen und hier auf der Anhöhe befindet sich ein kleines Podest, auf dem sich dieses wunderhübsche Gymnasium befindet. Hier eine ziemlich große, ich würde es jetzt mal Aula nennen, ein überdachter offener Gang. Es gibt eine Mensa und ein kleines Restaurant. Hier ist er von der 13. Klasse und von der 11a die Felder angelegt worden. Einfach mal, um rauszufinden, wo kommt eigentlich mein Essen her. Denn eine Tiefkühlpizza-Baum gibt es ja nun mal nicht. Also hier soll sozusagen den Schülern näher gebracht werden, wo das Essen herkommt. Das finde ich eigentlich ganz schön, den Gedanken. So, genau. Hier haben wir die Klassenräume, da vorne die Mensa und die 13. Klasse ist sehr speziell. Dazu kommen wir noch mal. Man kommt diesen Berg hier hoch, geht hier an dem Wasserstück vorbei und hier geht dann das hoch. Und hier seht ihr es auch, Privatgymnasium Professor Grove. Jetzt sind wir voll im Schulbereich und hier sind die Klasse 11a mit vorbereiten kann, wie gesagt, ebenfalls bei den Feldern bei. Also Ruhe belassen hier. Die Schüler haben einige Tische, wo sie ihre Laptops drauf machen können oder ihre Schreibkram. Die Lehrerin sitzt hier und wir haben hier noch eine Tafel. Ich weiß, dass viele junge Menschen nicht mehr wissen, was eine Tafel ist. Tut mir furchtbar leid, für mich gehört das in der Schule rein. Aber keine Sorge, es gibt auch Klassenräume mit digitalen Medien und nicht mit sowas. Sorry. Ups. Machen die Klasse mal zu. Dann gehen wir mal zu Herrn Grove, 11b. Das ist so eine Art, ja, Schwerpunkt Mathematik-Klasse. Der Raum ist ähnlich gestaltet. Offen, groß, schöne Fenster in den Wald hinaus. Alle Klassenräume sind sehr ähnlich gestaltet. Es soll halt nichts vom Unterricht ablenken. Jo. Klasse 12a. Liseberg. Genau hier haben wir jetzt digitale Medien, aber ansonsten unterscheidet sich auch dieser Klassenraum kaum. Und der letzte Klassenraum befindet sich hier und ähnelt wieder dem anderen. Sehr offen. Eins ist der Unterschied bei dem Klassenraum: er hat hier nochmal einen zweiten Eingang. Man kann
kann, also direkt vom Podest in den Klassenraum. Und man muss nicht durch die, durch diesen wunderschönen Flur. Wir haben hier ein Dach drauf gesetzt, eine offene Holzkonstruktion gesetzt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ordentlich Licht dran. Hier gucken wir jetzt in die Mensa. Da gehen wir natürlich auch mal rein. Genau, hier ist das Restaurant, hier ist die Klasse, hier ist die Küche, die Klasse 11b und 12b hilft hier auch mit beim Kochen. Und natürlich können die Sachen, die da hinten angebaut werden, auch benutzt werden. Das hier ist so eine Art der Pausen-Freizeitraum draußen. Überdacht gibt es das ja auch, falls wir schlechtes Wetter haben, aber bei Sternchen auf der Welt, bei auf der Weltmausi ist das Wetter fast immer gut. Die 13. Klasse ist deswegen auch ein sehr offenes Konzept. Hier unterrichtet Professor Grove seine Leute direkt hier vom Tisch, sitzen schön im Winkel rum hier und können mit ihm schnacken. Ganz offenes Konzept. Und die haben direkten Zugang zu den Feldern. Das Privatgymnasium Professor Grove. Das Let's Show, das zweite heute von dieser schönen Schule. Auch hier würden mich wieder Kommentare und Likes sehr freuen. Findet ihr das in Ordnung, das Gebäude? Findet ihr es toll? Habt ihr Vorschläge, was ich noch hier bauen kann? Habt ihr vielleicht auch Vorschläge, was ich im Survival bei Arkovic noch bauen kann? Meldet mir das doch mal bitte. Haut rein, Leute. Das Let's Show von der Schule Professor Grove. Hier ist die Mensa. Habt ihr heute Spaghetti? Ich hätte voll Lust auf Spaghetti, aber ja, da. Oder Carbonara. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, die beiden Let's Shows mit der Kita und dem Privatgymnasium gefallen euch. Mich würde auch echt interessieren, was ihr zur Architektur dieser beiden Geschichten erzählt und was ihr mir dazu schreibt. Bis dann, haut rein und auf Wiedersehen.